Es ist Mittwoch, hier ist das Wedding Wednesday Magazin, die zweite Ausgabe während der Wedding King Awards Vorausscheide 2023. Und heute haben wir die allererste Runde der Nominierten in Süddeutschland für euch. Ihr könnt euch freuen auf tolle Kategorien, auf tolle Nominierte und natürlich auch wieder auf Musik, die haben wir euch natürlich auch mitgebracht. Und wir starten direkt mit dem allerersten Nominierten und auch hier starten wir wieder mit den Träumen in Weiß. Viel Spaß! Bei Schneefall sind wir angekommen in der wunderschönen Pfalz, in einem Laden, der nicht perfekter dazu passen könnte. Wir sind angekommen bei Cinderella Brautmode und bei Sabine und Laura. Hallo ihr zwei. Ja, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Schön, danke ihr zwei. Danke, dass wir in dem wunderschönen Laden sein dürfen, Brautkleider gucken können und mit euch natürlich darüber sprechen können. Sabine, erzähl mal, seit wann gibt es deinen Laden oder euren Laden? Ja, also Cinderella an sich gibt es schon sehr lange, schon über 20 Jahre. Ich habe den Laden übernommen 2021 erst. Ich durfte vorher bei der Vorbesitzerin schon reinschnuppern. Das war eine gute Bekannte von mir. Und so habe ich auch die Leidenschaft zu der Brautmode entdeckt. Aber nicht nur Brautmode, sondern auch die Menschen. Also auch die Menschen machen das Ganze aus. Und so, ja, so durfte ich reinschnuppern und habe den Schritt gewagt 2021 und habe Cinderella übernommen. Mhm. Und wir haben das Ganze so aus dem Märchenschlaf ein bisschen erweckt, ja. Das Ganze. Ja. Jetzt hätte es ja jede Form von Mode theoretisch sein können. Was ist denn für dich das Faszinierende an Brautmode? Ja, das Individuelle. Also und die Braut an sich macht es aus. Ja? Also Brautmode ist natürlich sehr umfangreich. Ich denke, jeder hat schöne Brautmode, behauptet doch jeder von sich. Aber es macht auch diese Braut aus. Mhm. Ja? Also diese, wenn sie bei uns ist und ja, wir sie begrüßen dürfen und das rauskitzeln, was der Braut so gefällt. Jetzt betritt die Braut hier den Laden, hat nur das Schaufenster gesehen und hier öffnet sich ja förmlich ein ganzes Universum. Ja, gib uns mal eine Tour durch deinen Laden, Sabine. Ja, korrekt. Also das ist wirklich so, die Braut kommt herein und ist schon ganz erstaunt und sagt, wow, also das hätten sie nicht gedacht. Es sind ja 180 Quadratmeter hier versteckt und wir haben alles, was die Braut so benötigt, von Accessoires zu den Schuhen, Unterwäsche, also ist alles dabei, mit Schleier, wir haben die Komplettausstattung, bis hin zu den Abendkleidern, die Bridesmaids Dresses, ja, das ist ja auch ganz großes Thema. Und für Abiball, jetzt ist gerade Abiballzeit bei uns, die Abi-Mädels kommen, dann, wir sind ja in der Nähe von Rammstein Airbase, haben wir ganz viel Amerikaner für Prom Bälle, die sind auch jetzt gerade aktuell. Und was wir auch haben, sind Smokings. Auch die Amerikaner, ist so Tradition, leihen sich gern Smokings. Mhm. Und da haben wir einen Smokingverleih. Und das wird wahnsinnig gern angenommen. Ja, ja. Ich glaube, es ist auch ganz praktisch. Ja. Muss man sich den Smoking, der manchmal auch größenvariabel sein darf, genau. Muss man sich den nicht in den Schrank hängen und immer wieder neu korrekt, kaufen. Genau. Ist euer Laden denn, was die Brautkleider angeht, thematisch unterteilt? Genau, ja, das ist so. Wir haben das tatsächlich hinten raus, geht eine schöne große Treppe und dann kommt man so in den Abendbereich und ja, da ist dann nochmal so ein bisschen getrennt. Gerade wenn man vorne Beratung hat und dann oben noch jemand ist für die Abendkleider, dann ist das so ein bisschen getrennt voneinander. Wenn du einen Tipp hast an eine Braut zum Thema Kleid aussuchen, welchen Rat würdest du ihr geben oder welchen Tipp? Puh, schwierig. Ich bin ja momentan selber in der Situation, dass ich mir eins aussuchen darf. Ja, einfach aufs Bauchgefühl hören. Einfach auf sich selber hören, was einem selber gefällt. Man soll gar nicht so, klar, man hat die Herzensmenschen dabei, es hat aber jeder einen anderen Geschmack und einfach, wo man sich selber drin wohlfühlt. Ja. Und einfach auf sich hören. Dann gar nicht mehr so nach außen gucken. Sabine, wenn wir mal so ein bisschen gucken, was Trend wird. Ihr seid natürlich, wenn ihr einkaufen geht, immer schon eine Saison voraus. Was kündigt denn sich an am Horizont? Ja, wir gehen ja jetzt aktuell, gehen wir jetzt wieder einkaufen. Mhm. In München waren wir schon und jetzt ist ja Essen jetzt schon bald wieder. Ja, der Trend, also es bleibt, gut, Prinzessin geht immer, ja, Spitze und, aber dieser Glitzertüll, das geht immer, aber doch so diese Kline, das in die Kline-Richtung, aber auch Capes, also das ist so der neue Trend auch und was auch kommt, ja, habe ich schon ein Riesenfan von Capes. Haben wir ja schon drüber gesprochen, aber auch der neue Trend ist zu
bunten Brautkleidern. Mhm. Also da habe ich jetzt mich schon ein bisschen rangetastet in München. Ein schwarzes Brautkleid. Ja. Ich habe auch so mal auf Social Media haben wir schon mal ein bisschen rund gefragt. Tatsächlich kam das gut an. Mal sehen. Also ich bin noch nicht ganz dabei, aber auch Blumen, also mit Blumenprintdruck, das ist auch so der neue Trend. Habe ich auch schon gesehen, ja. Ja, gell? Ja, aber mal sehen. Ich bin noch nicht ganz dabei, ob wir den Trend mitgehen, aber ist schon mal interessant. Ja, ja. Ich finde, das Gute ist, man kann dann so ein Blumenprint-Brautkleid kann man im Zweifel noch als Abendmode verkaufen. Genau, eben. Ja, absolut. Ja, das kurz ganz gemacht, genau. Perfekt. Perfekt. Ja. Ihr seht. Hier ist es perfekt bei Cinderella Brautmode, bei Sabine und Laura. Und die beiden sind nominiert in der Kategorie Beste Brautmode in der Region Süd. Ihr könnt eure Stimme für sie abgeben und wir fahren jetzt weiter. Bis gleich. Angekommen sind wir bei gleich zwei Herren, die ihr kennen solltet, die nämlich innerhalb eines ziemlich normalen Gewerks was ziemlich Verrücktes tun. Wir sind bei Sella und Selçuk von Cevap und Shishi und ihr seid ziemlich besondere DJs. Selçuk, erzähl mal. Ja. Wir sind Cevap und Shishi, wie der Name schon sagt, Cevap und Shishi. Wir haben ein kleines DJ-Team aufgebaut, das Ganze innerhalb von 2 Jahren in der Corona-Zeit. Haben mittlerweile 15 DJs, sind deutschlandweit unterwegs und haben noch Fotovideografen mit dem Team, auch Kollegen, die Hochzeitstorten noch machen und Trauredner und sowas, weil wir einfach gedacht haben, wir brauchen was, was einfach alles aus einer Hand kommt, aus sicherer Quelle und was vor allem Spaß macht. Ja. Ja. Und mit dem Partner haben wir uns zusammengetan und haben dann die mit ins Boot genommen. Jetzt habt ihr ja musikalisch auch durchaus einen Schwerpunkt, der gar nicht mal so gewöhnlich ist, Sella. Wie sieht das bei euch aus? Wie kann man sich das vorstellen? Was ja, eure richtig, Musik? Wie der Name ja schon sagt, wir kommen eigentlich so aus dem Balkan. Mhm. Na, wir kommen ursprünglich aus Mazedonien, wollten das Ganze so ein bisschen verbinden und deshalb auch der Name, der sich natürlich direkt einprägt. Ne? Und ja, das war halt unsere Spezialität. Ich habe jetzt mit 3 Jahren angefangen, wie man hier sieht, mit den Trommeln. Ne? Ja, das ist einfach eine Leidenschaft. Und genauso wie mit dem Auflegen haben wir uns irgendwann, wie mein Bruder schon gesagt hat, zusammengetan. Ja, Namen auszudenken ist halt wirklich sehr, sehr schwer, was halt auch so ein bisschen mit der Herkunft und alles zu tun hat. Mhm. Wir legen ja auch unter anderem so ein bisschen balkanmäßig auf, ne? Aber sind halt natürlich auch ziemlich breit gefächert. Mhm. Und ja, daraus entstand halt Cevap und Shishi. Und unsere Spezialität natürlich hier ganz klar die Trommel. Na, und darauf, ja, damit heizen wir natürlich unseren Gästen richtig ein. Selçuk, wenn du mal zurückdenkst an die allererste Veranstaltung, lange ist das ja noch nicht her, wenn ihr in Corona-Zeiten gegründet habt. Wie ist diese allererste Veranstaltung gelaufen? Tatsächlich die erste Hochzeit, wo wir hatten, war unsere Tante, die auf uns zugekommen ist und hat gesagt, hey Jungs, ich brauche für meine Tochter, also für unsere Cousine. Und es waren 300 Leute und Sella hat gleich gesagt, hey, das schaffen wir nicht so. Hey, schaffen wir, das machen wir schon. Und wir haben dann Equipment ausgeliehen das erste Mal. Hey, wir haben das Ding so gerockt. Wir waren so positiv drauf, die Gäste auch. War so geiles Feedback. Eine Woche drauf habe ich mir gesagt, hey, wir gehen morgen zum Rathaus und melden das Ganze an. Ja, es ist noch zu früh. Ich so, vertrau mir. Einen Tag danach, wir waren dort, wir haben es angemeldet. Dann kam halt leider Corona. Ja, aber auch in der Corona-Zeit haben wir ein bisschen was gemacht. Wir haben Livestreams gemacht. Ich wohne in so einem Hochhausblock. Wir haben vom Balkon aus die ganze Meute mitgemacht. Wir haben die tanzen sehen. Das ist halt etwas für uns, wo wir sagen, das ist für uns die Bestätigung. Ja. Und das wollen wir. Es braucht also immer einen Bruder, der ein bisschen risikobereit ist und einer, der mal so vorsichtig nochmal sagt, lass nochmal nachdenken. Ja, richtig. Sella, wie ist denn das, wenn zwei Kulturen aufeinander kommen? Das ist ja für viele auch so ein bisschen der Knackpunkt. Ah, könnte das schwierig werden? Wie kriegt man das hin? Wie geht denn ihr damit um? Genau da kommen wir ins Spiel. Ja. Wir sind ja keine richtige Liveband, sondern wir sind DJs. Ne? Bei einer Liveband ist es ganz klar zu sagen, wenn man jetzt eine türkische Liveband nimmt, zum Beispiel auf einer türkischen Hochzeit, hat man halt wirklich eine Sparte von Musik. Mhm. Und das war's. Aber wenn jetzt, wie er schon gesagt hat, italienisch-türkisch zum Beispiel haben, ne, kommen wir ins Spiel, weil wir mixen das so gut rein. Ne? Die bringen die Kulturen so gut aneinander, dass es halt irgendwann passt und dann beide darstellen und sagen, hey, ihr habt das mega gut gemacht. Und genau, das ist auch so die Herausforderung jedes Mal. Was ist das Verrückteste, was ihr je erlebt habt? Gibt's was? Boah, das Verrückteste, die Hochzeit, die wir bis jetzt hatten, war brasilianisch-türkisch. Okay. Also das war etwas, wo ich gesagt habe, ich habe mega Bock drauf, weil wir hören ja alles. Also sei es von Schlager bis Hip-Hop bis Balkan, House, wirklich alles. Aber diese Mischung aus Kultur, brasilianisch und türkisch in einem Fach zu kriegen,
Das ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, kroatisch-türkisch oder sowas, wo sich alles so ein bisschen ähnelt. Das sind ja komplett zwei Kulturen. Ja. Und ich fand, die Gäste und wir waren mega zufrieden. Es hat wirklich Spaß gemacht. Sella, gibt es einen Song, zu dem du auf die Tanzfläche rennst? Ja. Tanzen oder mit dem? Okay, zu welchem trommelst du am liebsten? Ja, ich muss ganz klar sagen, gerade balkanisch natürlich und jetzt so ein bisschen auch, was es ja auch so gerade in der modernen Welt gerade so ist, albanisch. Ja. Ganz klar. Und zu welchem tanzt du am liebsten? Ja, wir waren ja früher mal Tänzer. Ne? Das sieht man vielleicht jetzt so nicht mehr, aber wir waren alle mal Tänzer, ganz klar, so Breakdance-Musik natürlich. Ne? Okay. Freestyle, wenn das halt kommt, dann muss man einfach auf die Tanzfläche und dann mitmachen. Gibt es ja diesen legendären Freestyle-Tanz. Ja. Ja. Da musst du mit. Das muss mitmachen. Sergio, gibt es einen Song, bei dem du den Raum verlässt? Eigentlich nicht, weil ich lege immer auf. Du kannst dich der Musik nicht entziehen. Ihr Lieben, das sind Sella und Selçuk, Cevap und Şişi. Cevap und Şişi Soundsystem, um genau zu sein. Sie sind nominiert in der Kategorie Beste Hochzeits-DJs in der Region Süd. Also kein Foodtruck, sondern DJs und ihr könnt eure Stimme für sie abgeben. Und wir fahren mal gleich weiter zum nächsten Nominierten. Und hier sind wir wieder im Studio und jetzt wartet die nächste Nominierte auf euch. Jetzt ist bei mir die liebe Christina von You Are Mine Storytelling. Hallo Christina. Hallo. Du, schön dich zu sehen. Du bist ja nominiert als beste Hochzeitsfotografin in der Region Süd. Lass uns jetzt mal ein bisschen darüber reden, was du so tust und wie du es so tust. Aber erstmal, Christina, seit wann bist du Hochzeitsfotografin? Hochzeiten begleite ich schon ungefähr so um die plus minus 10 Jahre. Also plus minus deshalb, weil ich 3 Babypausen eingelegt habe. Ich habe mich selbstständig gemacht 2013. Nach der Geburt unserer ersten Tochter. Ist relativ gut gegangen, in der Elternzeit einfach sein Business aufzubauen. Und mittlerweile ja, ist unsere Tochter 10 und ja, 10 Jahre mache ich es. Wie würdest du einem Paar, was dich nicht kennt, deinen Stil beschreiben? Mein Stil? Also ich beschreibe ihn als elegant, zeitlos und authentisch. Ich möchte die Paare vor der Kamera so zeigen, wie sie sind. Nicht jedes Paar ist gleich. Und ich möchte das herausholen oder sie so widerspiegeln, wie das Paar sich im anderen sieht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung, weil du ja als Mensch von außen, als Blick von außen und durch eine Kamera diejenigen ja nicht so gut kennst, wie sie sich selbst. Und ich finde, es ist was ganz, ganz Tolles, wenn man als derjenige, der fotografiert wird, hinterher sagt, auf diesen Bildern sehe ich so aus, wie ich mich selbst gerne sehen möchte. So ist es, genau so ist es. Also ich versuche immer wieder in diese Richtung zu arbeiten und so ja, einfach die Bilder so festzuhalten, dass sie die Leute zeigen, wie sie sind. Dazu muss natürlich, es muss einfach Gestik und Mimik muss zusammenpassen. Also das Gefühl, was jemand gerade hat und wenn ihm gerade nicht zu lachen ist und du sagst, lächel mal in die Kamera, das funktioniert nicht, weil der Körper gerade eine andere Sprache spricht als das, was der Mensch fühlt und dann wird das Bild unstimmig. Sobald aber Körpersprache mit dem Gefühl zusammen übereinstimmt, wird das Bild nämlich sehr, sehr harmonisch und das versuche ich eigentlich die ganze Zeit zu reproduzieren. Christina, wie ist eigentlich zu dem Namen gekommen? Irgendwann mal kam so auf mein Herz, ich habe so eine Verbundenheit zu dem Spruch in Jesaja, wo er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und irgendwo entstand dann dieses, es ist nicht nur die Verbindung zwischen Gott und uns Menschen, also du, ihr seid meine Kinder oder du bist mein geliebtes Kind, sondern auch die Verbindung zwischen Paaren. Also ab diesem Tag, wo ich sage ja zu dir, bist du mein, ich bin dein. Es hat so viele Verstrickungen, wo wir sagen, auch wenn mit der Geburt, ich bin jetzt deine Mama und ich habe einfach gesagt, das passt auf jede Lebenssituation, egal ob mit dem Ehepartner, egal ob mit Freundschaften, mit Kindern. Und ja, Storytelling ist eigentlich die Art und Weise, wie ich Fotos festhalten möchte. Ich möchte Geschichten erzählen, die Geschichten von verschiedenen Menschen und mit der großen Überschrift einfach, du bist mein, es passt perfekt. Einen besseren Schluss könnte es nicht geben. Und wenn ihr alle eure Stimme an Christina vergeben möchtet, dann könnt ihr das tun. Hier in der Region Deutschland Süd ist sie nominiert als beste Hochzeitsfotografin. Christina, danke, dass wir dich all das fragen durften, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Unsere Daumen sind gedrückt. Vielen Dank. Und jetzt, ihr Lieben, ist es soweit und wir nehmen euch mit zu den nächsten Nominierten hier in der Region Süddeutschland.
Und wir sind angekommen bei Joe. Joe ist nominiert in der Kategorie freie Trauredner, aber hier ist noch was ganz Besonderes. Der ist nämlich nicht nur freier Trauredner, der kann auch Saxophon spielen. Hi Joe. Hi. Du, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Hier schon alles perfekt beieinander. Joe, du bist freier Trauredner, aber bei dir gibt's die Besonderheit, dass du auch Saxophon spielst. War das immer schon klar für dich, dass das so sein soll? Tatsächlich ist zuerst das Saxophon bei mir gekommen. Ich habe angefangen mit Saxophon. Ich spiele seit über 20 Jahren Saxophon. Ich habe mit 8 Jahren damals angefangen. Habe auch damit angefangen, auf Hochzeiten, Taufen, Geburtstag. Also ich spiele alles Mögliche mit dem Saxophon. Hat angefangen mit Freunden, Familie, dass man da mal so ein bisschen spielt. Dann dachte ich mir irgendwann, okay, jetzt fängst du an, machst da ein kleines Gewerbe draus, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Mhm. Das ist mein längstes Hobby bisher. Und tatsächlich erst danach ist meine Trauredner-Tätigkeit zustande gekommen. Jetzt stellen sich viele ja das ohnehin sehr, sehr schön vor. Das Saxophon ist ein schönes Instrument, was sich ja ohnehin viele Hochzeitspaare wünschen. Der Switch in der Trauung vom Reden zum Instrumentspielen, passiert der bei dir so ganz natürlich? Ja, also in der Regel bei einer Trauung reden wir meistens von 3 Liedern. Es gibt auch Paare, die hätten gern mehr, aber ich sag mal, der Standard, das Normale bei der Trauung sind 3 Lieder. Der Einzug, da ist ja sowieso, wird auf die Braut gewartet, traditionell, der Bräutigam steht vorne und ich fange mit dem Saxophon an, die Einleitung, die Braut läuft ein, dann setzen sich alle und dann habe ich auch einen kurzen Moment, um zu switchen. Das zweite Lied ist dann meistens nach dem Ja-Wort. Das Brautpaar hat sich geküsst, haben sich vorher die Ringe angesteckt. Dann habe ich Saxophon eigentlich immer direkt neben mir stehen, greife direkt zum Saxophon, habe das auch alles bei mir auf dem Tablet. Ich habe meine Rede, ich habe meine Noten, ich habe alles kompakt auf dem Tablet. Das ist alles chronologisch bei mir aufgebaut. Das heißt, ich kann direkt loslegen, kurzes Intro. Ich habe immer eine Begleitung mit dabei. Ja, und dann spiele ich quasi das Lied nach dem Ja-Wort. Und dann kommen noch mal ein paar Worte von mir. Wie gesagt, das Saxophon steht neben mir, also ja. Ich kann es immer direkt ja schnell da abstellen. Ich habe ein Funkmikrofon mit dran, das heißt, ich bin auch nicht groß mit ans Kabel gebunden und bin da ein bisschen flexibler, ein bisschen freier. Genau, und dann kommt noch mal so ein Abschluss von mir und dann auch schon der Auszug. Ja. Also es läuft immer sehr reibungslos. Ja, jetzt bist du ja als freier Trauredner nominiert. Das heißt, das Saxophon kommt ja erstmal so gar nicht zum Tragen. Wenn ein Paar dich kennenlernt und dich fragt, wie ist das, Joe? Wie beschreibst du dich? Wie bist du als Trauredner? Was würdest du sagen? Finde ich schwierig. Also was an mir die Brautpaare tatsächlich am meisten schätzen, ist, dass ich sehr bodenständig bin, sehr natürlich, dass ich mich nicht groß verstelle oder überheblich bin. Einfach meine natürliche, lockere Art. Ich mache gerne einen Witz mit rein, gehört auch mit dazu. Ich finde gerade auch bei einer freien Trauung gehören eventuell etwas weniger schöne Sachen dazu. Mhm. Gerade auch viele Brautpaare haben, ist so die Grenze zwischen auch dem Tod vielleicht von Großeltern. Ja. Und ich finde, sowas kann auch gerne mit eingebaut werden bei einer freien Trauung. Und das macht es auch aus, so diesen Grat zwischen Witz, Trauer, aber auch dieses Schöne, dieses Liebevolle, was eine freie Trauung ja ausmacht. Gerade die Liebe, die sich dieses Paar schenkt, das so zu vermitteln. Gibt's einen Lieblingsort, an dem du vielleicht hier in der Umgebung traust oder wo du vielleicht auch sagst, oh, wenn man mich dafür bucht, sitze ich sofort im nächsten Flugzeug? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Für mich spielt es keine Rolle, wo es hingeht. Mir ist es wichtig, dass ich Brautpaar eine Freude bereiten kann. Den schönsten Tag im Leben oder einer der schönsten Tage. Ich sag mal, wenn man denkt, es kommen auch vielleicht irgendwann Kinder. Und also es gibt schon mehrere Momente, aber die Hochzeit ist einer der größten und schönsten Tage im Leben. Und da spielt es für mich keine Rolle, wo. Ja, aber es ist schon ein großes Privileg, bei dem Moment dabei sein zu dürfen für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Und es gibt für mich auch nichts Schöneres, gerade diese Emotionen zu sehen. Ich habe viele Brautpaare schon gehabt, ich habe den ersten Ton mit dem Saxophon gespielt und da kam schon die erste Träne gekullert. Einfach dieses Emotionale, diese Spannung an diesem Tag und das so wiederzugeben, sowohl dem Brautpaar, aber auch den Gästen, einfach einen schönen Tag zu bereiten, eine schöne Zeremonie, das so zu gestalten, das ist für mich ja, das Schönste eigentlich, was es gibt. Das ist der Mann, für den Trauredner sein das Schönste ist, was es auf der Welt gibt. Das ist Joe von Joe & Sachs. Und er ist nominiert in der Kategorie Freie Trauredner in der Region Deutschland Süd. Und wir lassen ihn natürlich nicht weg, ohne dass ihr ihn noch hören dürft. Und dann nehmen wir euch mit zum nächsten Nominierten. Bis gleich. Yeah.
Und neben mir sitzt jetzt eine Nominierte in der Kategorie Beste Hochzeitsvideografie in der Region Süddeutschland. Bei mir ist jetzt Jacqueline Alice Gauthier. Hi Jacqueline. Hi. Du, sag mal, Hochzeitsvideografie, seit wann machst du das? Wie bist du dazu gekommen? Also Videografie selbst mache ich jetzt schon seit etwa 8 Jahren und habe da viele, viele Jahre Musikvideos produziert, weil ich auch selbst Songwriterin und Sängerin bin. Mhm. Und irgendwann kam dann mein Schwager auf mich zu vor ein paar Jahren und hat gefragt, ob ich nicht die Hochzeit filmen möchte von seinen Bekannten. Und ich fand das eigentlich auch direkt eine super Idee und habe gedacht, ich probiere das mal aus, weil ich hatte vorher auch noch nie Berührungen mit Hochzeiten. Und ich war so mega begeistert einfach von dem Tag und da dabei sein zu können. Und auch als ich dann den Film gemacht habe, war mir echt direkt klar, dass ich eigentlich mit der Hochzeitsvideografie durchstarten will und dass das für mich genau das Richtige ist und dass ich da auch total drin aufgehe und so meine Selbstverwirklichung echt da drin gefunden habe inzwischen. Und ja, genau, das ist so. So hat es angefangen. Ja, genau. Wie würdest du jemandem, der dich nicht kennt, deinen Stil beschreiben? Du sagst ja gerade schon, ich spiele mit Emotionen, ich spiele mit Musik. Wenn wir so über Bildstil reden, was würdest du sagen, ist da dein Stil? Also ich würde meinen Stil wirklich in 2 Begriffe zusammenfassen. Das ist einmal natürlich und emotional, habe ich ja gerade schon gesagt. Also Natürlichkeit ist zum einen halt wirklich sehr, sehr wichtig für mich, weil ich will, dass meine Brautpaare sich auch zu 100% wiedererkennen, wenn sie den Film anschauen und sagen können, ja, das ist genau so, das sind wir und niemand anderes. Und dass einfach der Tag auch so geschieht, wie er geschieht und da jetzt nichts in Szene gesetzt wird oder irgendwie gestellt wird oder so. Und dass sich das Brautpaar einfach zu jeder Zeit wohlfühlt. Dann eben nochmal auf das Emotionale zurückzukommen. Da ist es einfach wichtig, ich achte auch sehr auf ein gutes Storytelling. Also reihe da jetzt nicht einfach irgendwelche Szenen aneinander, sondern denke mir da auch sehr viel dabei, lass mir da auch viel Zeit und sage ich mal, es ist auch ein kreativer Prozess irgendwo. Es ist mir einfach sehr, sehr wichtig, Menschen zu berühren mit meinen Filmen und da Gefühle auszulösen, Freude, Tränen, dass man wirklich so mitgerissen wird und auch einfach, wie gesagt, in dem Tag wieder drin ist und auf Knopfdruck quasi die Hochzeit dann wieder erleben kann und reingezogen ist. Genau. Wieder in das Gefühl, auch was man hatte wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Das Zusammenspiel zwischen dir und den Fotografen, das bedeutet ja auch viel Absprache. Ja. Bist du eher diejenige, die sich im Hintergrund hält und sagt, ich gucke so von außen drauf und bin immer da, wo die guten Sachen passieren? Oder ist dir ein festes Briefing von Situationen vorher wichtig? Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage und das ist auch immer unterschiedlich, aber grundsätzlich, ich kenne ja auch schon viele Fotografen so im Umkreis und ich habe ja auch schon mit vielen verschiedenen Fotografen und Fotografinnen zusammengearbeitet, aber in der Regel, es klappt wirklich immer sehr, sehr gut. Ich spreche mich auch immer vorher ab, also nicht am Hochzeitstag selbst erst, sondern wirklich auch vorher, dass man da schon ein bisschen Kontakt zueinander hat, vielleicht mal telefoniert oder irgendwie WhatsApp-Sprachnachrichten. Ja. Heutzutage sind wir alle sehr vernetzt und ich habe ja so meine Routine und ich weiß auch, wie ein Fotograf arbeitet und viele Fotografen arbeiten ja auch sehr ähnlich. Deswegen, das klappt eigentlich wirklich immer sehr gut. Man läuft dann im Tandem zusammen, man arbeitet zusammen, man ergänzt sich, man inspiriert sich gegenseitig und man profitiert einfach voneinander. Ja. Und am Ende hat das Paar dann auf der einen Seite die Fotos und aber auch eben den Film, der sie wieder in die Emotionen des Tages zurückbringt. Genau. Eigentlich die perfekte Kombination. Genau, also beides hat natürlich seinen Charme. Absolut. Und ich finde beides auch sehr, sehr wichtig und beides sehr, sehr schön, auf seine eigene Art und Weise. Ja.
Nehmen wir mal an, du kämst weiter. Hast du schon eine Idee für deinen Film? Für das Finale, für den King Award Finale. Idee noch nicht, aber ich habe ja einige Hochzeiten dieses Jahr und ich weiß auch schon, dass die Hochzeiten ganz, ganz toll werden. Es sind richtig große Hochzeiten und auch ja, ganz, ganz tolle Brautpaare. Und ja, und ich weiß auch jetzt schon, dass da sehr, sehr viele Tränen fließen werden und dass es sehr emotional sehr gut wird. Von daher werde ich da mich sehr gut ausleben können und sehr viel Spaß haben. Und deswegen, da wird auf jeden Fall ein richtig toller Film dann fürs... Hört sich gut an. Ihr Lieben, das ist Jacqueline Alice Gauthier, nominiert als Videografin in der Region Süd. Ihr könnt eure Stimme für sie abgeben und wir nehmen euch mit zum nächsten Nominierten. Bis gleich. Und jetzt lernt ihr die nächsten Nominierten kennen hier in der Region Deutschland Süd. Das ist die Shootingfabrik. Michael und Caro, hallo ihr zwei. Hallo, hi. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir da sein können. Es wird Zeit, dass wir mit euch mal sprechen über alles, was ihr so tut. Michael, seit wann gibt es die Shootingfabrik? Wir sind jetzt seit 13 Jahren da. Also am Anfang habe ich es alleine gemacht und irgendwann ist Caro dann mit dazugekommen. Zufällig oder... Wir haben uns durch die Fotografie kennengelernt und dann nahm das der Weg so seinen Lauf und jetzt sind wir verheiratet. Dann ist das ein guter Weg. Caro, fotografiert ihr ausschließlich Hochzeiten oder auch noch andere Dinge? Nein, wir fotografieren ausschließlich Hochzeiten. Eben Fotografie hauptsächlich der Michael und ich mache die Videografie. Ja, was fasziniert denn dich insbesondere an Hochzeiten? Weil es muss ja was Faszinierendes geben, wenn man das ausschließlich tut. Ja, also hauptsächlich der Michael hat mich ja angesteckt, als ich ihn kennengelernt habe. Habe dann immer schon zugeguckt, wie er Bilder bearbeitet hat und ich fand das so faszinierend, dass ich irgendwann einfach die Kamera von ihm in die Hand gedrückt bekommen habe und er hat gesagt, ja, dann mach auch mal. Und dann habe ich damit angefangen und schwupp. Schockverliebt. Ja, schockverliebt. Also diese Atmosphäre, die auf der Hochzeit herrscht, die Stimmung, alle sind gut gelaunt, alle lachen. Es geht ja um ein freudiges Thema. Ja. Das ist unbeschreiblich. Und das steckt so an, dass ich dann so mit reingerutscht bin, dass ich nicht mehr weg konnte. Ja. Und das ist immer schade, wenn man dann in die Winterpause geht so ein bisschen und sich denkt, ach, ist mal so ein bisschen frei. Ich wollte doch noch gar nicht frei haben. Ja, das stimmt. Das ist die schlimmste Zeit im Jahr für uns, weil wir nicht auf Hochzeiten gehen können. Ja. Caro, wenn du mal so an eure Paare denkst, die ja oft auch nicht so die Erfahrung haben, darin fotografiert zu werden oder auch gefilmt zu werden. Es sind ja sicherlich viele dabei, die sagen, oh, tolle Fotos, die man so bei Insta sehen kann. Da sehen wir uns, aber sehen wir nachher auch wirklich so aus. Wie nimmst du Paaren die Angst vorm Fotografiert oder gefilmt werden? Also wir sagen den Paaren immer, sie sollen so natürlich bleiben, wie sie selber sind. Dann eben entstehen die besten Bilder. Wir sind so ein bisschen auch für die Animation zuständig, kann man fast schon so sagen. Wenn eine lockere Stimmung herrscht, gerade beim Brautpaar-Shooting, dann sieht man das später auch auf den Bildern. Aber immer alles ungestellt. Wir wollen keine gestellten Bilder, wir wollen das Paar auf jeden Fall so zeigen, wie es eben auch normal im Alltag ist. Ja. Ja. First Look ja oder nein? Ganz klar ja. Auf jeden Fall. Am liebsten nicht in der Kirche. Ne? Ja. Wir lieben das, wenn man das mit dem Paar unter vier Augen separat macht eben und nicht in der, also wir empfehlen immer nicht in der Kirche vor den ganzen Gästen, weil eben unter vier Augen fließen noch viel mehr Tränen, die Emotionen kommen noch mehr rüber und das soll das Brautpaar eben genießen. Michael, wenn du für Paare, die einen Fotografen oder Foto und Video auch in der Kombination suchen, einen Tipp abgeben dürftest. Welchen Tipp würdest du diesem Brautpaar geben? Fragt rechtzeitig an. Ja. Das ist immer schon mal das A und O und macht euch genau Gedanken, Foto, Video, ja. Und dann muss man aber auch damit klar sein, dass einen immer zwei Personen den ganzen Tag begleiten. Die sollen nie den Fehler machen und auf eine Person gehen, die Foto und Video anbietet. Das wird nie funktionieren. Ja. Ich kann einen Ringtausch entweder fotografieren oder filmen. Ich höre es immer wieder bei Paaren, die dann zu uns sagen, ach nee, wir wollen nicht mit zwei, wir wollen nur einen. Oder wir haben jemanden, der macht beides. Und da frage ich immer, wie funktioniert das? Ja. Sag ich kann das nicht. Ich kann nicht gleichzeitig filmen und fotografieren, selbst wenn ich zwei Kameras in der Hand habe. Mhm. Das wird aus beiden nichts werden. Caro, wenn du euren Bildstil in drei Worten beschreiben müsstest, welche drei Worte würdest du wählen? Echt, ungestellt. Erdig. Ein bisschen ja, ja, bisschen erdig, so dieses, bräunlich. Ja. Mhm.
Es ist nicht zu stark in dieses Vintage-Retro oder dieses Boho, wie man es dann immer so schön nennt. Es ist nicht zu krass, sondern es ist so ein Hauch davon. Jetzt ist ja eine Sache, dass man alleine unterwegs ist, dann weiß man, wo man hinläuft und wie man sich im Hintergrund hält. Wenn man zu zweit unterwegs ist, ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, Hauptsache man läuft dem anderen nicht rein. Wie läuft denn die Kommunikation zwischen euch? Das ist bei uns relativ einfach. Dadurch, dass wir ja beruflich sowie privat rund um die Uhr eigentlich zusammen sind, man versteht sich blind. Also in der Kirche ist es wirklich so, wir halten uns einer links, einer rechts auf und man guckt sich ganz kurz an und dann weiß man genau, okay, Caro geht nach vorne oder sie geht nach hinten. Das sieht man dann schon an und dann weiß ich, okay, ich weiß, was sie jetzt filmen will. Wenn sie nach vorne geht, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich nach hier gehen, jetzt muss ich nach so laufen. Also es ist unheimlich einfach. Es ist jetzt, wenn ich mit Assistenten unterwegs bin, deutlich schwieriger, diese Kommunikation irgendwie in der Kirche hinzubekommen, ohne dass man die ganze Zeit sich so zuwinken muss. Das will man ja auch nicht machen. Nee. Aber was wir machen wollen oder was wir gerne möchten von euch, ist, dass ihr eure Stimme abgibt für Michael und Caro von der Shootingfabrik. Die beiden sind nominiert in der Region Deutschland Süd. Ihr zwei, danke euch, dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Und jetzt drücken wir euch die Daumen. Es ist eine der am meisten erwarteten Kategorien, der Bühnenkategorien im Finale. Und natürlich sind die Hochzeitsmusiker und Musikerinnen auch im Vorentscheid dabei. Und wir sind jetzt bei Charlene und sie ist nominiert natürlich für die Region Süd als Sängerin. Hi Charlene. Hi. Du, sag mal, du bist ja bekannt geworden hier im Umkreis rund um Fuldatal als die Bonnie Tyler von Fuldatal. Hat zumindest eine Zeitung über dich gesagt. Ja. Ist Bonnie Tyler ein großes Vorbild für dich? Absolut. Also Bonnie Tyler ist von Anbeginn, seitdem ich denken kann, mein größtes Idol. Und mein größter Traum ist auch ein einziges Mal mit ihr, sie wenigstens nur mal kurz zu sprechen oder natürlich mit ihr mal gerne zu singen. Klar. Selbst wenn es auf einer Toilette wäre, muss ja nicht auf einer Bühne sein. Sag mal, wenn ein Paar dich anfragt, welchen Weg gehst du mit dem Paar? Gibt es erstmal ein Kennenlernen? Kriegen die von dir, wie soll ich sagen, Songproben? Gibt es ein Repertoire vielleicht, wo sie sich Songs aussuchen? Oder studierst du Songs extra ein? Also zum Thema Songs ist es folgendermaßen, ich habe ungefähr 280 Lieder, die ich kann, weil ich halt sehr vielseitig bin und von Balladen über Country bis hin zu Schlager und Rock halt alle möglichen Bereiche abdecke oder ja, die mir halt alle sehr viel Spaß machen. Wenn ihr mich jetzt zum Beispiel anfragen würdet als Brautpaar, dann natürlich je nachdem, über welchen Weg das jetzt läuft, gibt es natürlich ein Kennenlerngespräch, E-Mail-Verkehr vorher. Ich habe einen Fragebogen als PDF-Datei, den die Kunden halt ausfüllen können. Ja. Und dann schicke ich auch direkt meine Setlist mit ausgewählten Hochzeitsliedern, die gerade aktuell sind. Aber das ist natürlich nicht all das, was ich, das, was ich kann. Also ich habe da noch mehrere, nur die halt momentan sehr gefragt sind. Mhm. Das sind die, die ich da aufgelistet habe. Um natürlich jetzt auch nicht 30 Seiten gleich. Sag mal, kommst du mit Musiker oder singst du auf Musikplayback? Wie läuft das bei dir? Auf Playback, ja. Mhm. Okay. Ich habe natürlich halt dadurch, dass ich auch in vielen verschiedenen Bands war, habe ich sehr viele Kontakte und kann natürlich auf Wunsch, also ohne Problem, Pianisten, Gitarristen oder Sonstiges organisieren. Was ich ganz neu im Programm habe, ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, ist DJ-Programm, also Abendprogramm. Super. Das gibt es in der Form halt noch nicht. Man kann ja entweder eine Eventband buchen, wo eine Sängerin mit drin ist, aber so mit DJ, wo man dann halt auch R&B und Pop, also die ganzen Klassiker quasi dann abends nochmal mit reinbringt. Also das, was die DJs immer so als DJ Plus bezeichnen, dass es ja auch in der Kombination mit Saxophonist oder Percussionist gibt zum Beispiel. Und da bin ich dann Songs von Sierra zum Beispiel oder so. Ne? Also ja. Cool. Charlene, du hast jetzt wirklich echt einen Kickstart hingelegt. Ne? Also erste Hochzeitsmesse direkt erfolgreich abgeräumt. Im Haus wird dir ein eigenes Tonstudio gebaut und du hast da große Ziele. Macht dir das manchmal Angst? Also hättest du mich das vor 7 Monaten gefragt, ja, weil ich habe, es ist nicht so, als hätte ich, ja gut, vielleicht habe ich schon manchmal nicht so an mich geglaubt, weil ich einfach gedacht habe, es gibt doch 1000 andere, die es noch besser können und für mich ist halt eine richtige Sängerin Whitney Houston zum Beispiel und da sehe ich mich halt einfach nicht. Aber mein Freund, der hat halt immer zu mir gesagt und natürlich auch meine Familie, du hast ein Komplettpaket, was viele halt auch nicht mitbringen und du bist individuell ja genau so richtig, wie du bist. Und auf was willst du noch warten? Weil du kannst nur erfolgreich sein, wenn du das machst, was du liebst. Ja. Und das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, warum eigentlich nicht? Die Elternzeit jetzt ausnutzen, anfangen, das aufzubauen und ja, mein Herz rast da einfach, wenn ich die Kunden zufrieden stellen kann und einfach
Ich finde, jede mögliche Branche in beruflichen Hinsichten ist meistens sehr undankbar. Und ja, bei Hochzeiten ist das, was ich so besonders finde, alle sind schön angezogen, ja, jeder hat gute Laune, ja, und du kannst diesen Tag noch besser machen und es bleibt für immer in Erinnerung. Ja. Und da bin ich ja so ein Fan von, auch für meine Tochter habe ich ja schon Lieder geschrieben und möchte immer irgendwie den Moment für die Ewigkeit bewahren. Das ist ein gutes Schlusswort, ihr Lieben. Das ist Charlene, nominiert als beste Hochzeitssängerin für die Region Süddeutschland. Ihr könnt ihr eure Stimme geben. Und sie hat so schön gesagt, worauf soll man noch warten? Also gebt eure Stimme ab für sie und wir drücken die Daumen. Ich danke dir, Charlene. Dankeschön. Und das war auch schon die zweite eurer Sendungen, in denen wir euch alle Nominierten der Wedding King Awards Vorausscheide vorstellen. Vielleicht habt ihr ja schon Favoriten gefunden, vielleicht seid ihr auch schon ganz heiß drauf, eure Stimme abzugeben. Ein bisschen dauert es aber bis dahin noch. Denkt dran, am 9. April beginnt das große Voting. Das werden wir in einem Insta-Live starten. Am 9. April, Sonntagabend um 20.15 Uhr, dann versorgen wir euch mit allen Links und mit allen Möglichkeiten, eure Stimme abzugeben.
Damit ihr aber noch weiter gucken könnt, wer zu den Nominierten gehört, geht's natürlich auch mit unseren Sendungen weiter. Die nächste wartet schon übermorgen, am Freitag, auf euch. Und dann stellen wir euch die ersten Nominierten aus der ganz, ganz neuen Region Deutschland Mitte vor. Die gibt's ja erst seit diesem Jahr. Und da könnt ihr gespannt sein, da sind wieder tolle Nominierte dabei. Aber jetzt habt erstmal einen schönen Abend und wir sehen uns übermorgen. Bis dann.